Moin, moin, ihr Lieben. Heute möchte ich euch 20 Fragen rund um das Thema Bücher und Lesen beantworten. Ich wurde schon vor Monaten von der lieben Anja und der lieben Maike dazu nominiert, diese Fragen in einem Video zu beantworten. Und immer wieder ist irgendein Video, ja, davor gekommen, hat sich immer wieder verschoben. Aber jetzt habe ich zwischen den Standardformaten ein bisschen Luft und kann ein Video von meiner Videoliste wählen. Und da habe ich mich jetzt für dieses endlich entschieden. In manchen Fragen laber ich einfach drauf los und in anderen Fragen wird nach einem bestimmten Buch gefragt. Das heißt, es wird so eine Mischung aus Vlog und Büchertipps, Büchervorstellungen. Und ich würde sagen, wir legen gleich mit der ersten Frage los. Erstens, wie viele Bücher sind zu viele Bücher in einer Buchreihe? Ja, das ist eine Frage, die man gar nicht so pauschal beantworten kann. Ist vielleicht auch so ein bisschen aus verschiedenen Perspektiven zu sichten. Wenn eine Reihe einfach großartig ist und man liebt sie, dann kann es natürlich nicht genug Bücher in einer Reihe geben. Andererseits gibt es ja auch die Perspektive, wenn man mit einer Reihe beginnen möchte und schon weiß, dass es über 10 Bände hat oder 7 Bände hat, dann ist man schon immer so ein kleines bisschen abgeschreckt. Also dann, wenn ich dann mit dieser Reihe beginne, dann muss ich schon wirklich überzeugt sein, dass mich das überzeugt. Na klar, man könnte den ersten Band ausprobieren und dann sagen, okay, ich breche das Ganze ab. Aber meistens bin ich dann doch immer so neugierig, wie geht es denn jetzt weiter? Und vielleicht würde mir der zweite oder der dritte Band dann ja sogar noch besser gefallen. Ja, es ist eine kleine Zwiespalt. Und natürlich kann auch innerhalb der Reihe die Qualität so ein bisschen verloren gehen, wenn man immer mehr ja, hinaus will und immer mehr und immer größer und immer weiter. Ja, man sagt ja nicht umsonst, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Ich finde für eine Reihe so 5 Bücher eigentlich immer ganz gut. Also so eine Handvoll finde ich in Ordnung. Eine Trilogie finde ich auch immer super. Da kann man sehr, sehr epische Geschichten erzählen und eine Welt sehr gut aufbauen. Aber mehr als 5 Bücher brauche ich nicht unbedingt. Aber das ist natürlich auch von Reihe zu Reihe und von Autor zu Autor unterschiedlich. Kommt auch wieder drauf an, wie lang die Bücher sind. Ja, also wenn das jedes Mal so 1000 Seiten Bücher sind oder mehr als 500 Seiten, wie gesagt, da reichen für mich wirklich 5 Bücher oder eine Trilogie, macht's auch. Zweitens, was denkst du über Cliffhanger? Wenn es Cliffhanger am Ende eines Bandes gibt und man muss lange auf den nächsten Band warten, finde ich das nicht nett von den Autoren oder Autorinnen. Klar ist das immer so ein kleiner Kniff, um die Vorfreude zu steigern oder einfach die Lust darauf zu steigern, weiterlesen zu wollen, einfach zu wissen, was ist jetzt eigentlich genau passiert. Aber ich finde es eigentlich kein netter Schachzug und es bringt mir auch in dem Sinne keinen Spaß, das zu lesen. Es hat aber natürlich auch nochmal einen Unterschied, wenn man auf etwas neugierig gemacht wird, wenn man einfach ein bisschen was andeutet, ein Geheimnis noch nicht aufklärt, dann hat man ja auch diese Neugierde und einfach die Lust weiterzulesen. Aber wenn es wirklich, wie der Name Cliffhanger schon sagt, man als Leser einfach hängen gelassen wird und in einer Situation einfach zurückgelassen wird, mitten in der Handlung, ich weiß nicht, dann finde ich das nicht sehr nett. Kein schöner Schachzug. Ja, deswegen ist es vielleicht auch immer ganz gut, wenn man vorher weiß, ob es einen Cliffhanger hat oder nicht. Ich weiß nicht, ob andere da irgendwie Freude dran haben, ob es Leser auch gibt, die das genießen, einfach so auf die Folter gespannt zu werden. Meins ist es nicht. Wiederum innerhalb des Buches, also am Ende der Kapitel, finde ich Cliffhanger cool. Es ist ein Stilmittel, der natürlich auch zum Buch passen muss. Aber zum Beispiel in der Gänsehaut-Reihe von R.L. Stein, ich weiß nicht, ob ihr die früher auch so gerne gelesen habt, aber da war das Gang und Gäbe, das Ende des Kapitels war immer ein Cliffhanger, ein Geräusch oder irgendwas ist passiert und dann hört das Kapitel auf und im nächsten Kapitel wird dann aufgelöst, dass es doch gar nicht so was Gruseliges war, vielleicht nur ein Eichhörnchen oder aber doch irgendwas Schlimmes passiert ist. Und das hat einfach ganz, ganz viel Spaß gemacht. Es muss ja auch nicht immer am Ende des Kapitels ein Cliffhanger sein, aber wenn es in den Stil des Buches, in den Erzählton reinpasst, dann finde ich das tatsächlich cool. Da hat man diesen Sog, oh Gott, ich muss doch, ein Kapitel muss ich noch. Und das macht mir wiederum dann Spaß. Aber am Ende des Buches brauche ich das nicht.
Drittens, Hardcover oder Taschenbuch? Ich bin ganz klar Team Hardcover, aber ich bin ja auch so eine Sammlertante. Ich mag einfach sehr, sehr hübsch aufgemachte Bücher, illustrierte Schmuckausgaben und die sind nun mal hauptsächlich dann gebunden, vielleicht sogar halblein oder komplett leingebunden mit verschiedenen Materialien im Schuber. Und ja, das macht mir einfach Freude. Ich finde, sie ist schön und wertig in der Hand zu behalten. Natürlich, unterwegs ist es schöner, ein Taschenbuch in der Tasche zu haben, alleine schon wegen des Gewichts. Aber ich würde auch nie eine teure oder aufwendig illustrierte, geschmückte Sonderausgabe mit nach draußen nehmen. Das würde ich dann eher zu Hause lesen. Also da habe ich natürlich auch einen Vorteil im Taschenbuch, wenn ich unterwegs bin. Und es gibt auch noch diese Zwischenform, dieses broschierte Buch, die Klappenbroschüren. Hier wird zwar nicht danach gefragt, aber die lese ich auch sehr gerne. Weil gerade so für dicke Bücher, wenn sie wirklich sehr, sehr fett sind, dann sind gebundene Bücher natürlich sehr schwer, extrem schwer. Und da finde ich diese Zwischengröße eigentlich ganz schön. Vor allem, weil sie nicht wie normale Taschenbücher so in die Hand schneiden. Da sind die Kanten der Pappen, der Cover doch sehr, sehr scharf. Und wenn sie nochmal so umgeklappt sind, dann schmiegt sich das ein bisschen schöner in die Hand, finde ich, liest sich ein bisschen netter. Und es ja, wölbt sich auch nicht so auf, wenn man das Buch so aufklappt und dann wieder zumacht. Irgendwann bei Taschenbüchern ist es, dass es dann so aufsteht und so aufsperrt, sieht einfach nicht so schön aus. Und das passiert bei den Klappenbroschüren nicht so. Aber gut, hier wurde ja nur nach gebunden oder Taschenbuch gefragt und da würde ich mich für gebunden entscheiden. Viertens, was ist dein aktuelles Lieblingsbuch? Eine sehr gemeine Frage. Mein Lieblingsbuch, All-Time-Favorite, wird immer Harry Potter sein. Da wird sich auch nichts dran ändern. Aber mein aktuelles Lieblingsbuch, wo ich immer noch gerne dran denke und wo mir einfach das Herz aufgeht, wenn ich dran denke und was eben auch noch nicht so lange her ist, dass ich es gelesen habe, das ist dieses hier, beziehungsweise die gesamte Trilogie. Der Bär und die Nachtigall war Band 1, die Hexe und der Winterzauber ist der dritte und letzte Teil, geschrieben von Catherine Arden, habe ich im Dezember gelesen. Ich habe schon sehr, sehr viel von geschwärmt. Aber wenn ihr mich fragen würdet, was ist das beste Buch im Jahr 2021 gewesen, dann hätte ich dieses Buch genannt, beziehungsweise auch seine Vorgänger und natürlich auch Das sternenlose Meer von Erin Morgenstern. Diese beiden stehen auf jeden Fall auf einer, ja, auf einer Höhe. Aber das ist einfach so eine wunderbare, märchenhafte Fantasy-Geschichte im mittelalterlichen, fiktiven Russland. Eine tolle Protagonistin, die ja Wesen sehen kann aus der Mythologie und ihnen auch eine große Hilfe ist in dieser Reihe. Ich möchte nicht mehr sagen, es ist einfach wunderbar, weil ich ja, die Atmosphäre da drin liebe, die Figuren einfach sehr, sehr ins Herz geschlossen habe und ja, auch natürlich auch dieses winterliche Setting sehr genossen habe. Fünftens, welches Buch hast du zuletzt 5 von 5 Sternen gegeben? Ja, ihr habt ja schon mitgekriegt, ich habe es öfter schon erwähnt, ich gebe eigentlich so gut wie nie 5 Sterne, weil 5 Sterne ist für mich perfekt. Und irgendwas habe ich ja immer meistens noch ein bisschen zu kritisieren und dann ziehe ich dann meistens immer einen halben Stern irgendwie noch mit ab oder noch weniger. Aber so ganz perfekt, ja, habe ich es selten. Da bin ich irgendwie doch zu kritisch, ein zu kritischer Leser. Aber ein Buch, was wirklich schon sehr nah dran ist in diesem Jahr, mein erstes Jahreshighlight, sind Die Geheimnisse von Briar Hill von Megan Shepherd. Ein Kinderbuch zwar mit einer aber großartigen emotionalen Wucht. Während des Zweiten Weltkriegs spielt das hier in einem ja, Kinderkrankenhaus, ein provisorisches Kinderkrankenhaus, Kinderheim in einem Herrenhaus. Und dort treffen wir auf Emmeline. Sie ist auch krank und von ihrer Familie getrennt. Sie ist aber auch ein bisschen abgesondert von den anderen Kindern, gilt so ein bisschen als sonderbar, denn sie sieht geflügelte Pferde in den Spiegeln und sie findet sie ganz wunderbar, weiß aber nicht, woher sie kommen und warum die anderen sie nicht sehen können. Und irgendwann scheint ein geflügeltes Pferd auch in ihre Welt zu gelangen, und zwar in den verschneiten Garten des Herrenhauses, wo sie eigentlich nicht hingehen dürfen.
und dort sieht sie dieses verletzte, geflügelte Pferd und sie soll es nun heilen. Ja, wie sie das genau machen soll und was dann für eine dunkle Bedrohung noch auftaucht, das könnt ihr hier lesen. Es ist sehr symbolisch, steht für viele, ja, Dinge, die diese Kinder hier durchmachen. Man kann als Leser selbst entscheiden, ob man die, ja, fantastischen Elemente hier als real ansieht oder einfach nur als, ja, Symbol für etwas anderes. Man kann es aber auch als Mischung ansehen. Und es hat mich wirklich emotional sehr getroffen. Und ich fand es auch sehr schön beschrieben, immer wieder Kriegsmetaphern mit eingebaut, dass obwohl der Krieg jetzt nicht vor Ort war, man aber trotzdem immer präsent diese Bedrohung gespürt hat bei den Kindern. Es geht natürlich auch viel um Verlust, um Einzelschicksale dieser Kinder und um Tod und um Krankheit, aber auch um Hoffnung und um Leben. Ja, eine wirklich sehr, sehr schöne Botschaft und das hat mich wirklich, ja, sehr mitgerissen. Mein erstes Jahreshighlight 2022 und ich werde es sicherlich nicht das letzte Mal empfohlen haben. Sechstens, Liebesdreieck, ja oder nein? Nein. Siebtens, welches Buch sollte verfilmt werden? Ich finde generell, dass kein Buch unbedingt verfilmt werden muss. Mir reicht meine Fantasie, mein Film im Kopf. Ich gucke natürlich trotzdem sehr gerne Serien und Filme, aber das muss nicht immer eine Buchverfilmung sein. Achtens, welches ist dein Currently Reading? Also welches Buch liest du gerade? Das habe ich euch im letzten Lesemonat schon gezeigt. Und zwar ist das Krieger des Feuers, die Nebelgeborenen Band 2 von Brandon Sanderson, eine High-Fantasy-Geschichte. Den ersten Band habe ich im letzten Jahr gelesen. Hier geht es darum, beziehungsweise im ersten Band ging es darum, eine Rebellion anzuführen gegen den obersten Herrscher, gegen die Tyrannei, gegen das Regime. Und zwar haben sich da mehrere Diebesmitglieder zusammengefunden, die verschiedene Fähigkeiten haben, denn in dieser Welt kann man Metalle schlucken, verbrennen und umwandeln in bestimmte Magie. Diese Fähigkeiten hat aber nicht jeder und auch nicht jeder hat alle diese Fähigkeiten. Vin, unsere Protagonistin, kann allerdings tatsächlich alle Metalle verwandeln in Magie und sie lernt in dem ersten Band dann nach und nach überhaupt diese Magie erst kennen und wird ausgebildet. Aber sie hilft auch dabei, diese Rebellion zu führen. Und im zweiten Band geht es eben weiter. Wie mir das denn gefallen hat, werde ich dann im Lesemonat Februar berichten. Dazu sage ich jetzt erstmal nichts, denn das würde dann doch ein bisschen das Video sprengen. Neuntens, welches Buch hast du zuletzt empfohlen? Ich habe nicht nur empfohlen, sondern auch verliehen, Das Haus am Rand der Klippen von Lucy Clark. Und zwar hat meine Mutter gesagt, sie würde gerne auch mal ein bisschen was Spannenderes lesen. Sie liest sonst sehr, sehr gerne historische Romane, aber sie will es auch gerne mal ein bisschen mit so Thrillern versuchen. Aber sie möchte es nicht zu sehr blutig und nicht zu grausam. Und da ist mir Lucy Clark eingefallen. Das hatte mir selbst auch sehr gut gefallen. Und da ist es aber, ja, hat man nichts Blutiges und nichts Grausiges, sondern einfach im Grunde eine sehr, sehr spannungsgeladene Geschichte. Ich würde da auch nicht Thriller zu sagen, sondern Spannungsroman. Und ja, ich glaube, sie hat das auch wirklich sehr, sehr gerne gelesen. Sie hat es mittlerweile beendet und ziemlich schnell durchgesuchtet. Und das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen und das freut mich natürlich. Ansonsten empfehle ich auch die ganzen Bergsteiger-Abenteuer immer sehr gerne meinem Vater, der einfach auch sehr gerne in dieser Thematik liest. Und ja, ich bin im Grunde die Buchhändlerin des Vertrauens meiner ganzen Familie, auch meinem Bruder, wenn es um Gaming geht oder so, empfehle ich immer wieder was, auch wenn wir darüber sprechen. Es bringt einfach natürlich Spaß und auch Freunden und Freundinnen, da spricht man natürlich auch drüber. Walter Mörs oder ja, Der Name des Windes und so weiter, die Lieblingsbücher, die empfiehlt man natürlich auch einfach sehr gerne. Erebus ist aber zum Beispiel auch ein Buch, was ich mit am meisten empfohlen habe, weil das, also auch während meiner Buchhändlerzeit, weil das einfach auch so ein Buch ist, was ja, einfach so eine Thematik hat, wo viele auch drauf anspringen, auch wenn sie nicht so viel Leser sind und es einfach einen gewissen Sog hat, weil es eben um dieses Computerspiel geht, was in die Realität eindringt. Ja,
Es bringt Spaß, Bücher zu empfehlen, besonders wenn sie natürlich auch ankommen. Ja, was rede ich hier? Nichts anderes mache ich hier, euch Bücher zu empfehlen oder zu empfehlen und einfach über meine Gefühle und meine Gedanken zu den Büchern zu sprechen. Ja, da freue ich mich natürlich auch, wenn ich euch etwas empfehlen kann. Zehntens, welches Buch war das älteste, was du im letzten Jahr gelesen hast? Man soll da nach dem Erscheinungstermin gehen. Ist die Frage, welches Erscheinungsdatum? Das Datum, an dem das Buch, was man in der Hand gehalten hat, erschienen ist? Oder wann die Geschichte allgemein das erste Mal auf der Welt erschienen ist? Ich habe mich jetzt für Letzteres entschieden und möchte euch Der Wind in den Weiden von Kenneth Graham zeigen. Das ist ja ein Kinderbuchklassiker aus England und ja, dieser Klassiker ist das erste Mal 1908 erschienen. Diese Ausgabe ist aus dem Urach-Haus, illustriert von Inga Moore, kann ich sehr empfehlen. Leider ist diese Ausgabe gekürzt, zwei Kapitel sind hier gekürzt, aber ich finde die Illustration mit am passendsten und am schönsten. Mal gucken, zeige ich euch eine Seite hier. Ja, weil dieses Buch einfach auch sehr naturverbunden ist und ich finde, hier kommt das wirklich sehr gut rüber in den Illustrationen. Hier geht es um den kleinen Maulwurf, der Frühjahrsputz macht und dann aber merkt, ihm fällt die Decke auf den Kopf. Er will raus in die Welt, raus in die Natur, ist aber doch ein bisschen zögerlich und auch ein bisschen schüchtern. Und da trifft es sich gut, dass er auf die Ratte trifft, die schon so ein bisschen weltgewandter ist, am Fluss lebt, ein Boot hat und so, ja, begehen sie einige Abenteuer. Dann gibt es da noch den Kröterich, der sehr, sehr extrovertiert, extravagant ist und sich immer wieder aus der Patsche retten lassen muss, weil er einfach immer sehr leidenschaftlich ist und dann aber auch über Leichen geht quasi. Ja, eine sehr, sehr schöne Geschichte. Geht viel um Freundschaft, Naturverbundenheit. Ist teilweise auch sehr poetisch, gerade die Kapitel, die hier rausgekürzt worden sind. Deswegen würde ich euch auf jeden Fall die gesamte Ausgabe empfehlen, zum Beispiel aus dem Knesebeck Verlag. Die Ausgabe ist auch sehr schön illustriert. Oder aber auch das Hörbuch gelesen von Harry Rowohlt. Das ist auch ungekürzt und der liest das großartig. Da wird auch ein bisschen Musik, ein bisschen Geräusche eingespielt, um das Ganze noch atmosphärischer zu machen. Ach, ist das nicht schön? Ja, und das Buch ist das älteste, das ich letztes Jahr gelesen habe. Elftens, welches Buch war das neueste, was du im letzten Jahr gelesen hast? Ja, da mache ich es ganz kurz. Das war nämlich auch Die Hexe und der Winterzauber. Das ist im November 2021 erschienen und ich habe es im Dezember gelesen. Und somit war es eigentlich das aktuellste, was ich da gelesen habe. Zwölftens, wer ist dein Lieblingsautor und deine Lieblingsautorin? Mein Lieblingsautor ist Walter Mörs. Seine Zamonien-Romane sind einfach so unverwechselbar und so wunderbar skurril. Toll gezeichnet, toll aufgemacht, aber mit sehr viel Wortwitz und Humor versehen. Trotzdem episch, also da ist vieles vereint, was ich einfach liebe. Und ich finde es halt auch immer wunderbar, wenn sie so unverwechselbar sind, die Geschichten. Die Stadt der träumenden Bücher ist, glaube ich, mein Liebstes neben Der Schrecksenmeister. Aber auch die anderen sind wunderbar. Und ja, ich hoffe natürlich sehr und drücke die Daumen schon lange, 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 dass bald mal etwas Neues erscheinen wird aus seiner Feder. Ja, für dieses erste Halbjahr ist ja leider noch nichts angekündigt. Ja, ich hoffe und vielleicht ja im zweiten Halbjahr. Mal schauen. Und meine Lieblingsautorin ist, glaube ich, Cornelia Funke. Ja, doch. Ich muss sagen, ich habe von ihr sehr viel gelesen und ich mag einfach ihren märchenhaften, bildhaften Schreibstil. Und das macht mir einfach immer sehr viel Freude, zu lesen, in die Geschichte einzutauchen, macht es mir sehr leicht und diese ganzen ja, Beschreibungen, ja, finde ich einfach mal sehr schön. Auch ihre Themen sind immer sehr märchenhaft und sehr verspielt, sehr detailgetreu. Ob das nun die Tintenwelt ist oder Reckless oder Hinter verzauberten Fenstern ein Weihnachtskinderbuch. Oder der Drachenreiter. Ach, es gibt da so viele Beispiele, wie sie mich in der Kindheit und in der Jugend begleitet hat, aber immer noch als Erwachsener begeistern kann. Zum Beispiel auch das Labyrinth des Faunen, also auch so düstere Themen, kann sie gleichzeitig so wunderbar poetisch rüberbringen und emotional.
Und ja, dafür mag ich sie einfach sehr, sehr gerne. Eine weitere Autorin wäre auf jeden Fall Kerstin Gier, die mich selbst dazu bringt, eigentlich ein Genre zu lesen, was gar nicht so meins ist, nämlich Romantasy oder Liebesgeschichten. Aber ich mag einfach ihre skurrilen und liebevollen Figuren, die sie immer, ja, erschafft, aber auch ihren Humor. Ihren leichten Schreibstil mit diesem wunderbaren Humor, der mich immer wieder glücklich macht und aus den Büchern meist auch sehr, sehr schöne Wohlfühlbücher zaubert. Ob das nun die Edelstein-Trilogie ist, Silber oder auch das Wolkenschloss. Und ich hoffe natürlich, dass die neue Reihe mir auch ein großes Vergnügen verbreiten wird. Sagt man das so? Ein großes Vergnügen bereiten wird. 13. Bücher lieber selber kaufen oder ausleihen. Ja, ich finde es toll, dass es die Möglichkeit gibt, Bücher auszuleihen, entweder von Freunden, von Familienmitgliedern oder aus der Bücherei. Finde ich großartig. Aber ich bin Team Bücher kaufen, weil ich es einfach schön finde, zu wissen, dieses Buch ist mein Schatz, während ich es lese. Das ist mein Exemplar und es dann auch in mein Bücherregal stellen zu können, weil ich sage es immer wieder, ich bin nicht nur Leserin, sondern auch Sammlerin. Und ich habe es natürlich auch geschafft, mittlerweile immer wieder auszusortieren und das ist auch gut so. Aber ich mag es einfach, Bücher mir zu gönnen und ja, finde es einfach ein noch schöneres Leseerlebnis, wenn ich weiß, dass das Buch mir jetzt gehört und dass das jetzt meine Geschichte ist, in die ich jetzt versinken darf. Aber ich finde es auch wirklich schön, dass überhaupt die Möglichkeit besteht, auszuleihen, wenn man eben nicht über die Mittel verfügt, sich so viele Bücher zu kaufen. Und ich habe natürlich auch ja, das Privileg, mir Rezensionsexemplare anzufragen oder über den Beruf relativ viel Rabatt zu bekommen. Das ist natürlich gut, um sein teures Hobby zu finanzieren. Also wenn ich das nicht hätte, ja, würde ich vielleicht auch mehr Bücher ausleihen. Ich weiß es nicht, aber ja, dafür kaufe ich mir halt nicht so viele Klamotten oder anderes, sondern investiere das dann lieber in Bücher. Und das kann ja jeder selbst entscheiden. Das ist ja das Schöne. Ja, also ich würde eher für Kaufen plädieren. 14. Welches Buch, das viele mögen, magst du nicht? Da habe ich mich jetzt für Das Lavendelzimmer von Nina George entschieden. Ein Buch, was auch nicht mehr bei mir ist, was ich ausziehen lassen habe. Ist ja auch eigentlich gar nicht so mein Genre, aber weil es eben auch um einen Buchhändler ging, der so eine Buchhändlerapotheke auf einem Schiff hat und für jeden Menschen das perfekte Buch in deren Lebenslage gerade heraussucht, aber auch so seine eigenen Probleme hat mit der Vergangenheit und es gibt halt eben ein verstecktes Zimmer in seiner Wohnung, was er wieder aufdeckt und er dann so ein bisschen auf Reisen geht, um ja, seine Vergangenheit zu verarbeiten. Das klang einfach so wunderbar, aber es war leider überhaupt nichts für mich. Es war mir zu geschwollen. Es waren ganz viele, ja, Lebensweisheiten aneinandergereiht und nee, das war nicht meins. Das war mir zu doll und hat auch nicht, ja, meinen Nenner getroffen. Und deswegen habe ich es tatsächlich sogar auch abgebrochen. Ich habe so das Ende noch mal mitgelesen und mir auch erzählen lassen, weil ich dann doch neugierig war, aber der Erzählstil war einfach nicht meins mit diesen Lebensweisheiten, die für mich irgendwie wie Kalenderweisheiten aneinandergereiht geklungen haben und ja, die mir einfach ein bisschen zu geschwollen, zu kitschig waren. Und andere hat es aber genau getroffen, ins Herz getroffen und hat es vielleicht auch weitergeholfen, so ein bisschen Lebensweisheiten und irgendwie Selbstweiterentwicklung und so weiter. Ja, also leider von der Thematik her schön, aber ansonsten nichts für mich. 15. Lesezeichen oder Eselsohr? Ganz eindeutig Lesezeichen. Erstmal bin ich auch eine Lesezeichensammlerin. Ich liebe es, passend zum Buch das Lesezeichen auszuwählen aus meiner Sammlung und zu gucken, welches passt da jetzt thematisch oder farblich am besten. Ist irgendwie so ein kleines Ritual geworden, was ich einfach sehr, sehr gerne mag. Und natürlich, ich bin so ein kleiner Pingel. Ich mag keine Leserillen, ich mag keine Risse, ich mag keine Dellen an Büchern und dann mag ich natürlich auch keine Eselsohren. Also geht gar nicht und deswegen am liebsten Lesezeichen. 16. Welches Buch könntest du immer wieder lesen?
Da möchte ich euch eine Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens zeigen. Ja, es ist gerade überhaupt nicht mehr Weihnachten, aber das ist halt eben so eine Geschichte, ich glaube, und es geht vielen so, die man sehr gerne immer wieder zur Weihnachtszeit liest oder hört oder in den verschiedensten Adaptionen als Film sich anschaut. Denn die Aussage ist einfach so schön weihnachtlich und es versetzt einen immer wieder in diese schöne weihnachtliche Stimmung und erinnert einen daran, was überhaupt Weihnachten bedeuten sollte, was im Vordergrund stehen sollte und was nicht. Und diese Wandlung von Ebenezer Scrooge mitzuerleben, ist einfach ganz toll. Hat natürlich auch fantastische Elemente, hat Geister, hat Spukelemente, aber auch sehr emotionale Elemente. Und das macht einfach ganz viel Freude. Gleichzeitig ist diese Ausgabe natürlich auch wirklich sehr, sehr schön illustriert. Ist aus dem Knesebeck Verlag, illustriert von Robert Ingpen. Und ja, eine richtig schöne Ausgabe. Und ich glaube, ich werde nicht müde. Auch die Rückseite ist sehr schön. Ja, diese Geschichte an Weihnachten zu lesen oder eben in den verschiedensten Adaptionen mir anzugucken. Also es muss jetzt nicht heißen, dass ich sie jedes Jahr lesen muss, aber ja, also das ist auf jeden Fall eine Geschichte, wo ich nicht müde werde, sie zu konsumieren auf jegliche Art und Weise. Und natürlich Harry Potter kann ich auch immer wieder nennen, aber ihr wisst ja, kein Tag ohne Harry Potter. Ich versuche ja immer schon andere Antworten zu finden, aber trotzdem muss ich es dann immer noch wieder erwähnen. Das ist natürlich eine Geschichte, die ich mir immer wieder antun kann, auch wenn ich danach echt irgendwie immer in so ein Loch fall, in so ein Melancholie-Loch, Nostalgie-Loch, wie auch immer. Aber die Geschichte, ja, kann ich natürlich auch immer wieder konsumieren als mein All-Time-Favorite-Lieblingsbuch. 17. Kannst du während dem Lesen Musik hören? Also eigentlich eher nicht. Also besonders wenn da Gesang mit dabei ist, dann brauche ich das nicht, dann lenkt mich das ab. Was ich aber in letzter Zeit jetzt für mich so entdeckt habe und nicht immer mache, aber ab und zu, ist so Ambience-Videos mir anzuschauen, so Ambiente, YouTube-Videos, wo dann halt ein bestimmtes Ambiente geschaffen wird, ob das nun eine verschneite Landschaft ist oder ein Cottage mit prasselndem Kamin. Und ich versuche natürlich passend auch zum Buch, zur Atmosphäre, dann das Richtige zu finden. Manchmal sind da nur Geräusche, ob das nun Sturm ist oder Regen oder wie gesagt das prasselnde Kaminfeuer. Aber manchmal ist auch so ein bisschen Musik unterlegt. Und ich habe gemerkt, besonders im Gruselmodus, also bei gruseligen Büchern, so eine spannende Musik noch unterzulegen, das hat tatsächlich Wirkung. Weil das sage ich ja auch immer im Unterschied zwischen Buch und Film. Bei Horrorfilmen macht natürlich Musik unglaublich viel aus und auch bei Emotionen natürlich. Normalerweise würde ich immer sagen, Bücher sind intensiver, aber was Bücher eben nicht haben, ist Soundtrack und Musik. Und das ist ein großer Vorteil, was Serien und Filme haben. Und somit kann man sich das so ein bisschen dazu zaubern. Aber es muss natürlich passen. Ich habe das ganz oft, ich mache mir was an. Und dann nehme ich mir das Buch zur Hand und merke, nee, das passt nicht zur Stimmung. Das geht irgendwie nicht. Ich muss mir was anderes aussuchen. Und das hält manchmal natürlich auf. Aber wenn man tatsächlich was findet, was sehr, sehr gut passt, dann ja, kann das tatsächlich den Lesemoment sogar noch bereichern. Es gibt aber auch den Fall, wo man einfach die Musik irgendwann ausblendet und in der Geschichte drin ist. Ja, und dann ist es natürlich nicht unbedingt notwendig, die Musik anzumachen. Also ich brauche es nicht unbedingt, aber manchmal mittlerweile suche ich mir ganz gerne diese Ambience-Videos raus. Vor allem, weil es mittlerweile fast zu jedem Setting und zu jedem Gefühl irgendwie so ein Ambience-Video gibt. Und da haben sich auch viele wirklich viel Mühe gegeben, diese Settings zu erschaffen. Manchmal muss man sich auch irgendwie auf die Finger hauen, um nicht immer wieder dorthin zu schielen, weil das so hübsch aussieht. Ja, aber es ist möglich während des Lesens, aber nicht unbedingt nötig. 18. Liest du lieber aus einer Perspektive oder aus mehreren Perspektiven? Ich glaube, wenn ich es mir aussuchen könnte, wären es tatsächlich so wenige wie möglich, am liebsten aus einer Sicht. Ich verstehe natürlich, dass es erzähltechnisch schon Sinn macht, aus verschiedenen Perspektiven etwas zu zeigen, auch dass es interessanter gemacht wird.
Aber so zwei, drei Perspektiven in einem Buch, das reicht mir völlig. Weil ich werde immer so rausgerissen. Und besonders, wenn dann auch eine neue Figur reinkommt, dann muss man dann erst immer reinfinden in die Figur. Und ich will dann meistens wissen, wie es bei der anderen Figur weitergeht, beim Protagonisten. Ja, also ich brauche nicht so viele. Für mich sind zwei, drei in Ordnung. Oder halt so mal, wenn das mal so Zwischenkapitel sind aus anderen Perspektiven, die denn nicht so lang sind, die Kapitel, dann ist das für mich auch in Ordnung, um das Ganze noch vielleicht ein bisschen spannender zu machen oder nochmal eine andere Perspektive, einen anderen Winkel der Welt zu zeigen und so weiter. Also das macht natürlich Sinn, aber ich brauche eigentlich nicht viel, so wenig wie möglich. 19. Wie viele Bücher stehen aktuell in deinem Bücherregal? Ich habe jetzt nicht alle einzeln gezählt. Ich habe jetzt mal ein Regalbrett gezählt, wie viele da drin waren und habe das dann überschlagen. Es müssten aber schon so um die 500 Bücher sein, die hier nicht nur in diesem Regal, sondern allgemein hier bei mir rumliegen, rumfliegen. Und ja, ich glaube, das ist ungefähr 450 bis 500 Bücher, vielleicht auch über 500 Bücher. Wie gesagt, ich habe sie nicht komplett gezählt, aber so in etwa, ja, könnte es sein. Und wie immer habe ich Platzmangel, also es müsste im Grunde bald auch wieder ein neues Regal dazukommen. Und ja, aber gut, das ist, glaube ich, ein typisches Problem. Ich habe auch schon wieder aussortiert und es ist trotzdem nicht genug Platz da. Und die letzte Frage lautet, welches Buch willst du als nächstes lesen? Ich mache mir eigentlich gar nicht so einen festen Plan. Ich mag das ja immer ganz gerne, dieses Ritual durchzuziehen, zu schauen, worauf habe ich jetzt gerade Lust, was liegt gerade auf dem Sub, und ich nehme mir einige Bücher mit ins Bett und lese dann so ein paar Kapitel an oder nochmal die Rückseite und den Klappentext und blätter ein bisschen durch. Ja, wozu zieht es mich am meisten? Aber ich habe in diesem Monat noch eine Leserunde, und zwar mit der lieben Carina vom Kanal Carina Zacharias. Und wir wollen gemeinsam die Schwestern Grimm von Männer van Praag lesen. Das ist eine Neuerscheinung aus dem letzten Jahr, die ich euch auch vorgestellt habe in einem Neuerscheinungsvideo. Und ja, das wird jetzt bei mir noch einziehen. Das ist jetzt noch nicht angekommen, ist aber schon auf dem Weg, könnte vielleicht sogar heute schon kommen. Und wir wollen nächstes Wochenende damit gemeinsam beginnen, unser erster Buddy Read. Da freue ich mich auch drauf. Ist eine, glaube ich, düstere Fantasy-Geschichte. Es geht um vier Schwestern, die Halbschwestern sind, aber vom selben Vater abstammen, am selben Tag geboren worden sind. Und ihr Vater ist ein Dämon. Und er hat sie alle ausgestattet mit einer Fähigkeit. Sie haben nämlich alle die Macht über ein bestimmtes Element, also Feuer, Erde, Wasser, Luft. Und sie müssen sich jetzt entscheiden, ob sie gegen ihren Vater kämpfen möchten oder ob sie für ihn kämpfen möchten und diese Macht, die er mit sich bringt, natürlich annehmen. Ja, mal gucken, ob sie alle miteinander kämpfen oder sich da vielleicht auch Fronten aufbauen und gegeneinander kämpfen. Ansonsten kann ich mir noch nicht so richtig vorstellen, ob das eher actionreich ist, was das für eine Welt ist, ob das unsere Welt ist oder eine ganz eigene High-Fantasy-Welt, ob das eher in Dark-Fantasy-Richtung geht, könnte ich mir eher am ehesten bisher vorstellen. Ich habe jetzt auch gesehen, beziehungsweise Carina hat mir den Hinweis gegeben, dass es eventuell sogar noch einen zweiten Teil geben wird. Das hat mich wieder so ein bisschen gedämpft in meiner Lesefreude, denn ich hatte eigentlich gedacht, dass es vielleicht mal ein Einzelband wäre und ich wollte ja nicht so viele neue Reihen beginnen. Ach, naja, gut. Und es muss doch auch nicht immer eine Reihe sein. Also Einzelbände sind doch auch mal erfrischend, wenn sie in sich abgeschlossen sind. Aber gut, ich möchte mich da jetzt nicht drüber aufregen. Ich freue mich auf jeden Fall, das mit Carina im Februar jetzt noch zu lesen und werde euch dann natürlich im Lesemonat berichten, wenn wir es dann beendet haben. Ja, das war's mit dem Tag, beziehungsweise mit den 20 Fragen und den 20 Antworten dazu. Ich werde jetzt niemanden mehr nominieren, weil der Tag einfach schon so alt ist und ich jetzt vorher nicht recherchiert habe, wer ihn gemacht hat und wer nicht. Jeder, der Lust hat, diese Fragen zu beantworten, der kann das gerne tun. Oder wenn ihr einfach Lust habt, ein paar Fragen oder alle 20 zu beantworten, dann macht das doch gerne in den Kommentaren. Das würde mich natürlich immer interessieren, was ihr dann auf diese Fragen geantwortet hättet. Und ja, jetzt würde ich sagen, wünsche ich euch noch eine schöne, lesereiche Zeit und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, ciao, ciao!